Moin moin und herzlich willkommen zur ersten Folge meiner persönlichen YouTube-Tipps aus der deutschen Tabletop-Szene. In diesem neuen TWS-Format möchte ich euch an jedem letzten Dienstag eines Monats auf bis zu 5 Tabletop-Videos aufmerksam machen, die ich für sehenswert halte. Ich hoffe, für euch ist einiges Neues dabei, los geht's! Und zwar mit dem Tabletop-Hebewerk, dem selbsternannten TWS des Ostens. Zwischen einer Bastelpause an seiner Samurai-Festung hat der Max ein pfiffiges Tutorial zur Base-Gestaltung aufgezeichnet. Genauer gesagt, wie ihr mit Gratis-Materialien direkt von vor eurer Haustür verschiedenste Bases bauen könnt. Kurz, knackig, kostenlos und ideal, um Tabletop Great Again zu machen. Die neue Edition von X-Wing bzw. auf Neudeutsch X-Wing ist am Start und natürlich hat Simon vom Kanal Games on Tables bereits ein Video zu den neuen Regeln online gestellt. Passenderweise als Spielbericht, damit ihr direkt seht, was wie und warum nun so und so funktioniert. Wer Simons Spielberichte und Taktikvideos bereits kennt, weiß, dass ihn erneut geballte und kompetente Infos erwarten. Allen anderen rate ich, unbedingt mal reinschauen. Eine weitere Neuauflage erfuhr in den vergangenen Wochen das Herr der Ringe bzw. Hobbit-Spiel von Games Workshop, das nun Middle-Earth Tabletop-Strategiespiel heißt. Dennis und seine Kollegen von der Spielebude haben sich das umfangreiche Regelwerk geschnappt und gehen es Seite für Seite durch, um alle neuen Abläufe und Mechanismen zu erklären. Zwar hier und da nicht ganz fehlerfrei, aber dennoch sehr sehenswert, um in Mittelerde neu oder wieder einzutauchen. Apropos Herr der Ringe, im September fand in Hamburg die deutsche Meisterschaft mit knapp 100 Turnierteilnehmern statt. Der Kanal No Pain No Game war vor Ort und hat viele Impressionen von der zweitägigen Veranstaltung für euch eingefangen. Spieltische, Armeen, Interviews, Siegerehrungen und. Der Ton ist zwar nicht ganz immer optimal, aber letztlich kommt's ja eh auf die Bilder an. Nein, so ganz stimmt das natürlich auch nicht, zumindest im Fall der Malifaux-Serie auf dem Kanal Bier und Brezel Tabletop. Der Tobi hat dort nämlich eine Fluff-Serie gestartet, in der er die Hintergrundgeschichte zu Malifaux ausführlich und mit stimmungsvoller Vorleserstimme beschreibt. Was? Ihr kennt Malifaux nicht? Kein Problem, einen Let's Play-Spielbericht mit Regelerklärung gibt's beim Tobi natürlich auch. So, und das war's mit meinen persönlichen Tabletop-Tipps für den Monat September hier auf YouTube. Ich freue mich auf euer Feedback zu dem neuen Format. Wir sehen uns am letzten Dienstag des nächsten Monats wieder oder wenn ihr wollt, schon am kommenden Freitag zum nächsten TWS-Video. Bis dann!